Ja, hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Aquapenta aka Uli. Und zwar zum Video Nummer 90. Das Ganze wie immer zum Bau einer Modellbahnanlage von Anfang an in der Spur N. Und jeden Freitag 16 Uhr hochgeladen, bin ich pünktlich wieder für dich da. Und diese Woche steht ganz im Sinne des Abschlusses meines Moduls. Das war ein bisschen blöd ausgedrückt gerade. Also wie gesagt, ich mache das Modul von der Unterseite. Das heißt, ich werde verkabeln, ich werde verlegen, ich werde verknüpfen, ich werde vor was wir auch immer machen. Und das Ganze teile ich diesmal in zwei Teile auf. Das war doch ein bisschen mehr. Ihr werdet sehen, spätestens im zweiten Teil, dass da doch noch ein bisschen mehr kommt. Denn bei der Verkabelung und bei dem ganzen Verlegen wird noch ein Schaltpult mit angebaut. An dem Modul selber. Wie ich das mache, zeige ich dir natürlich in nächster Woche, aber diese Woche möchte ich dir gerne zeigen, was ich alles bis jetzt gemacht habe, wie ich alles funktionstüchtig gemacht habe. Und dann würde ich sagen, bis gleich im Video. Ja, und damit recht herzlich willkommen zurück im Video. Und hier sehen wir schon die üblichen Verdächtigen, die Konrad-Weichenantriebe, die ich natürlich hier drunter jetzt verbauen möchte. Aber keine Sorge, die zeige ich euch heute nicht, wie ich sie angemacht habe. Ihr seht schon im Hintergrund, ich habe sie ja schon angebaut. Das haben wir ja in den letzten Folgen schon ein, zwei Mal gesehen. Und deswegen lasse ich es einfach hier weg. Wen es interessiert, es ist nicht lange her. Ich kann es mal verlinken. Dann könnt ihr euch das anschauen. Aber jetzt kommen wir mal der ganzen Kabelei hier so ein bisschen auf die Schliche unten drunter. Ich hatte es ja im letzten Video schon reingeschrieben. Das bleibt doch nicht so, wie das da drunter aussieht. Es sieht natürlich verheerend aus. Und das liegt natürlich auch daran, weil ich jedes einzelne Gleis oben auf der Anlage, auf dem Modul, mit Strom versorge. Das heißt, ich mache wirklich nicht jedes zweite oder wie auch immer, ich mache tatsächlich jedes Gleis mit eigenem Strom, so dass ich gar keine Überraschung erleben sollte, wenn irgendwas mal ist. Und deswegen habe ich das Ganze jetzt hier so gemacht und da sah das ein bisschen wüst aus, aber ihr seht es ja jetzt schon, es ist alles, ich bin Herr über die Situation geworden. Es ist hier noch im Anfangsstadium, es wird nachher noch wesentlich mehr hier unten drunter gebaut werden müssen, denn seht mal, ich muss auch die ganzen Riedkontakte anbringen, die Signale müssen verlegt werden und so weiter und so fort. Und ja, das sind Kabel. Das sind einige Kabel, die da unten drunter laufen. Doch jetzt muss ich erstmal, wir sehen es hier im Hintergrund schon, manch einer wird es schon von meiner Modulbautechnik kennen oder wenn ich meine Module gebaut habe. Hier werde ich den Strom leiten über diese kleinen Federkontakte. Denn ihr müsst wissen, über meinen Modulrand, also wenn wir das Modul in der Mitte sehen, über diesen Rand hinaus geht praktisch ein Kehrschleifen. Modul, so viel Module hier, über ein Kehr, und zwar meine fünfte Kehrschleife. Und dadurch, dass das über den Rand rausgeht, weil das Modul ist ja von der Größe, ja, ich glaube 1,40 Meter, aber das geht eben links noch unter meine Platte mit drunter, es muss ja doch ein bisschen länger werden, musste ich den Strom übertragen. Hier oben, ein Stückchen oben drüber, sehen wir das Gleis, wo das noch weitergeht und es kommt von der Anlage. Und damit das reibungslos funktioniert und ich keine Stecker stecken möchte, ich möchte also hier nicht anfangen, 1000 Steckerchen zu stecken, wenn ich das Ganze zumachen will, habe ich das halt über diese Federn gelöst. Ja, da geht praktisch der Kontakt rein, wird drüber getragen und dann oben auf das Gleis wieder drauf. So, das heißt, wenn dieses Modul geschlossen wurde, dann ist automatisch der Kontakt gegeben und der Zug kann fahren ohne Probleme. Das ist also eine sehr bewährte Technik und das macht sich richtig, richtig gut. Hier sehen wir jetzt im Hintergrund mal so ein paar Bilder vom Bau, wie ich das Ganze gemacht habe. Ihr seht, die Lüsterklemmen werden angebracht.
dann, wo keine Lüsterklemmen angebracht werden können, kommen solche kleinen Klemmen dran. Das heißt, da hätte ich jetzt auch gar keine, nicht Lüsterklemmen, sage ich schon, diese Ringbuchhalter. Das wäre jetzt auch gar nicht da oben gegangen, da wäre ich ja dann dem Antrieb im Weg gewesen, deswegen wurde das dann so angeklemmt. Hier sehen wir jetzt schon, wie ich die Kabel anklemme, also kein Hexenwerk. Ich zeige es bloß ab und zu mal mit rein, dass man es mal gesehen hat. Ich zeige euch jetzt hier nicht den kompletten Aufbau meiner Stromversorgung unter der Platte, das ist ein bisschen Quatsch. Eher widme ich mich jetzt mal dem Thema, was wir hier hinten sehen, und zwar der bistabilen Relais. Auch kein Hexenwerk, aber es gibt ja immer Menschen, Personen, die das noch nicht gemacht haben, die sich darunter nichts vorstellen können. Deswegen habe ich es hier mal gezeigt. Ich weiß, die meisten von euch, gerade die älteren Modellbahner, die das schon seit Jahren machen, die haben früher nur so gearbeitet. Aber die Neueren, die es noch nicht wissen und die wie ich nicht digital steuern wollen. Im Moment steuere ich ja meine komplette Anlage noch per Z21. Das heißt, ich werde dahin weiter drüber fahren, aber ich werde analog steuern. Ich möchte Knöpfe drücken, ich will regeln können, ich möchte ganz einfach alles bedienen können, was sich mir so anbietet. Ich möchte nicht am Tablet sitzen und dort fahren und ich möchte auch schon gar nicht, ich möchte auch schon gar nicht am PC sitzen und dort steuern. Aber die, die das gerne machen, ich finde das toll, muss ich ehrlich sagen. Mir persönlich ist es nichts. Ich brauche die Haptik. Ich muss da drauf drücken können auf die Knöpfchen. Ich muss da was drehen können. Ist halt mein Ding. Ich weiß, viele teilen meine Meinung. Viele sind aber auch anderer Meinung, was aber auch gut ist. Und ja, und deswegen möchte ich es ganz gerne zeigen. Ich quassel hier und im Hintergrund läuft das ab. Wer mal Fragen haben sollte dazu, scheut euch nicht. Schreibt mich an, schreibt einen Kommentar. In meiner Kanalinfo ist auch meine E-Mail drin. Ich habe auch schon einige E-Mails erhalten von euch. Könnt ihr gerne machen, überhaupt kein Problem. Gehe ich gerne drauf ein. Ich zeige es auch, wie gesagt, hier im Hintergrund. Aber das Ganze ist kein Hexenwerk. Ich habe es ja vorne gezeigt. Jetzt löte ich das Ganze lediglich auf eine Platine, weil es ganz einfach, ja, so anbringen lässt. Man kann jetzt nicht das kleinere Leder direkt an die Kabel löten. Kann man schon, aber naja, also, und damit heißt Leber festgemacht, ne? Nee, Quatsch. Da kommt eine Platine drunter. Da hat man schöne Schraubkontakte an der Seite, wo man die Kabel anbringen kann. Mitunter muss man ja auch ein bisschen probieren. Ganz einfach aus dem Grund, wenn man die Kabel von den Signalen angelötet hat, passiert mir ständig. Ja, dann kommt die da rein und dann zeigt das Signal völlig falsch rum im Gegensatz zur Weiche. Dann kann man die einfach umklemmen, hat man es verlötet, muss man alles wieder umlöten. Deswegen Schraubkontakte, macht sich deutlich besser. Und hier sehen wir schon den kleinen Test, wie immer mit meinem Testkästchen. Und hier arbeite ich natürlich noch mit anderen LEDs, als ich später verwenden werde. Ich werde später diese Dual-LEDs, das heißt, die nur ihre Farbe ändern. Ja, da muss ich also nicht eine rote und eine grüne LED, sondern ich habe eine LED, die rot und grün kann. Und das sieht meines Erachtens ein bisschen netter und ein bisschen dezenter aus. Und ja, das ist aber übrigens eine Sache, die kommt im nächsten Video, wenn ich das Schaltpult baue. Es ist ein bisschen schwierig für mich, weil hier hinter mir auf der Anlage ist alles schon fertig. Aber es wäre einfach, hätte den Rahmen gesprengt heute. Deswegen habe ich es gelassen, weil ich habe nämlich zwischendurch, wir sehen es ja im Hintergrund, auch meine Signalbrücken, die ich ja mal vor ein, zwei Videos gemacht hatte, auch angeschlossen. Ja, muss ja auch mit ran, es muss mit gesteuert werden. Und wir sehen schon, das rechte ist auch außerhalb des Moduls und das linke logischerweise innerhalb des Moduls, dieses hier. Und ich brauche Platz dazwischen, ja, deswegen ist das außerhalb des Moduls gekommen. Ich will ja auch ein paar Waggons dazwischen kriegen. Hier sehen wir das mit dem dritten Signal, innerhalb dieser Brücke. Hatte ich ja damals angedeutet, aber nicht gezeigt. Da habe ich ja gesagt, ich mache da noch ein drittes rein. Hier habe ich es gebraucht. Und hier haben wir jetzt noch einen der letzten freien Blicke unter mein Modul, wenn es zugeklappt ist. Es ist auch hier noch lange nicht fertig. Wir sehen es, hier hängen ja überall die Kabelkringel noch unten drunter. Das sind die Riedkontakte. Die werden also in der nächsten Folge, was dieses Verkabelung hier angeht, angeschlossen. Das werde ich dann euch zeigen. Auch da bin ich gefragt worden, wie ich das mache, wie ich das löse. Aber es ist wirklich einfach. Also, aber ist egal. Und und jetzt wird alles zugemacht vorne auf der Stirnseite. Ja, das bleibt ja nicht so. Das soll ja alles ein bisschen hübsch werden. Und da habe ich mir dann in der Werkstatt wieder Sperrholzbrettchen gesägt. Das habe ich euch heute nicht gezeigt. Das hat man erst beim letzten Mal. Und das ist ja nur kein Ding.
Entschuldigung, ich bin ein bisschen verschnupft heute hier, mein Gott. Und ja, das wird vorne dran geklebt, dann wird das mit diesen Spannzwingen festgemacht. Da habe ich die Schrauben oben reingedreht, damit ich dann nicht an meiner Anlage so viel rum, an diesem Brettchen da, wo die Gleise drauf liegen, dass ich es nicht abreiße. Und dann lasse ich es kleben. Also ich muss mal sagen, dieser Kleber, den ich verwende, der hält ja sowas von Bomben fest, ist Wahnsinn. Also den verwende ich jetzt die ganze Zeit schon, seitdem ich das mache, seit 2-3 Jahren. Das ist ein fantastischer Kleber. Und ich werde ihn vielleicht mal als Bild einstellen, weiß ich noch nicht, ob ich es mache. Und jetzt wird das natürlich von der Stirnseite her vorne bemalt. Das ist ähnlich gemacht jetzt von der Farbe her wie auf der anderen Zimmerseite. Manch einer wird sich noch erinnern, vor 40 Folgen hatte ich ja auf der, also hier über mir ist das zu sehen, der zweite Teil meiner Anlage auch so in dieser Farbe. Und die wird noch fast identisch mit dem, was wir unten von dem Schrank im Original sehen, wenn das getrocknet ist. Das werdet ihr nachher sehen. Und jetzt sieht das immer, da denkst du, ja, viel zu hell und viel zu blass. Nee, das sieht nachher wirklich, wenn das getrocknet ist, fast so aus, wie wir das da oben sehen. Und ja, das macht sich gut. Das schaut, ja, hier sehen wir es schon. Das ist wirklich also ein, na nicht 100%, aber ein guter Farbton. Und was ich jetzt mache, ist im Grunde genommen schon die Vorbereitung für das nächste Video, für das Schaltpult. Denn das Schaltpult kommt da vorne dran. Und da habe ich richtig, richtig Platzprobleme. Das heißt, ich habe dort nur magere 2 cm Platz, um da alles unterzubringen, was ich gerne untergebracht haben möchte. Und ja, da würde ich aber sagen, das zeige ich euch alles im nächsten Video, was kommt. Wir haben jetzt noch ein paar Bilderchen, die da drauf ein bisschen ja, vorbereiten, was da kommt. Da oben seht ihr übrigens den Zeppelin hängen. Der ist also da. Jetzt bei, ich wurde mal gefragt, wo er ungefähr hängt. Hier sieht man ihn da hinten hängen. Und die Drähte, die sieht man fast gar nicht. Super, oder? Und der passt da richtig gut hin. Und ja, hier, was ich jetzt hier mache, ist immer wieder dieses Klebeband ab und an, ab und an. Es soll oder es muss gerade sein, deswegen messe ich es, weil das ist ja der Blick, wenn ich ins Zimmer komme und die Anlage ist offen, dann habe ich das ja im Blick und dann möchte ich das natürlich so sehen, wie es ist. Ne? Aber gut, dazu kommen wir nächste Woche, dann würde ich sagen, macht's schön gut erstmal für die Woche. Wir sehen uns in der nächsten Woche, Freitag 16 Uhr ist der Uli wieder für euch da und ich freue mich wie immer, wenn ihr reinschaut, wenn ihr schöne, nette Kommentare schreibt und so weiter und so fort, was dazugehört. Dann würde ich sagen, macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss!